Buggy ist einer der größten Meme-Charaktere in One Piece. Er ist seit 1997 in One Piece mit dabei. Ganz early in One Piece meinte Oda noch, dass Buggy sein Favorite-Charakter ist. Diese Aussage liegt aber nun schon einige Jahre zurück. Buggy war oft ein Antagonist in der Story, aber genauso oft auch ein Verbündeter von Ruffy. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne die Story von Buggy in One Piece präsentieren. Doch bevor wir mit dem Video starten, würde ich dich wie immer einmal bitten, diesen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du das tust, besteht die Möglichkeit auf einen kurzen Shoutout in diesem Abschnitt des Videos. Die drei neuesten Abonnenten auf diesem Kanal sind Imrani X, Mr. Superjax und Abrodia69. Thanks für eure Abos und beginnen wir nun mit einigen Buggy Basics. Unser Favorite Clown in One Piece wurde vor 39 Jahren auf der Grand Line geboren. Ob er mit einer roten Nase geboren wurde, wissen wir aktuell noch nicht. Buggy hat vor seinem Amtsantritt als einer der sieben Samurai der Meere ein Kopfgeld von sage und schreibe 15 Millionen Berry gehabt. Dadurch war er einer der gefährlichsten Piraten im East Blue. Er hat das wahrscheinlich alles sehr taktisch klug angestellt, um kein Aufsehen zu erregen. Im East Blue hatte Buggy seine Buggy-Piratenbande und sein Business bestand daraus, kleine Dörfer zu überfallen und Partys zu schmeißen. Buggy ist nach Ruffy der zweite Teufelsfruchtnutzer, der in der One Piece Story auftaucht. Mit der Trennfrucht kann Buggy seinen Körper zertrennen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Dank seiner Teufelsfrucht ist er gegen Schnittwunden immun. Richtig crazy. Damit ist Buggy der natürliche Feind eines jeden Schwertkämpfers. Durch seine Trennpower kann er auch fliegen, jedoch nur in einem gewissen Radius. Seine Füße müssen nämlich immer den Boden berühren. Je nach Fußposition entsteht dann ein Flugradius, der wie eine Art Sphäre aufgebaut ist. Ob Buggy diesen Flugradius erweitern kann, ist aktuell noch unbekannt. Eigentlich sollte es aber durch Training möglich sein. Buggys Teufelsfrucht ist außerdem eine der wenigen Teufelsfrüchte, die bestimmte Aspekte der OP-OP-Nomie kontern können. Das klassische Zerschneiden durch den Room von Law funktioniert gegen Buggy nicht. Ich würde es irgendwie feiern, wenn Law gegen Buggy einmal seinen Room einsetzt, nur um dann zu merken, dass es nicht funktioniert. Nachdem nun die Basics geklärt sind, lasst uns über Buggys Story in One Piece sprechen. Beginnen wir dazu mit seiner Vergangenheit. Über Buggys Vergangenheit ist so einiges bekannt. Wie eben bereits erwähnt, wurde er vor 39 Jahren auf der Grand Line geboren. Vor über 30 Jahren ist er irgendwann der Roger Piratenbande beigetreten. Der bisher jüngste Buggy, den wir in der Story kennen, ist 9 Jahre alt. Das war im Flashback von Oden, als die Roger Piratenbande davon erfährt, dass ein Samurai aus Wano sich der Whitebeard Piratenbande angeschlossen hat. Shanks und Buggy lesen die Zeitung, wo diese News drinstehen. Es vergehen daraufhin einige Jahre. Shanks und Buggy werden älter und bleiben weiterhin Mitglieder der Roger Piratenbande. Die beiden streiten sich oft darüber, ob es am Nord- oder Südpol kälter ist. Rayleigh muss den Streit der beiden einige Male lösen. Vor ungefähr 27 Jahren hat die Roger Piratenbande eine Teufelsfrucht gefunden. Als Buggy erfährt, dass Teufelsfrüchte mehr als 100 Millionen Berry wert sind, entscheidet er sich dazu, die Frucht fake-mäßig zu essen. Shanks überrascht ihn jedoch, wodurch Buggy die Barabaranomie wirklich verzehrt. Vor über 27 Jahren fand das Battle of at War zwischen der Roger und der Goldenen Löwen Piratenbande von Shiki statt. Auch an diesem legendären Ereignis war Buggy mit beteiligt. Vor 26 Jahren kam es dann zu dem Clash zwischen der Roger und Whitebeard Piratenbande. Es wurde 4 Tage lang gekämpft, Shanks und Buggy hielten auf Seiten der Roger Piratenbande nachts Wache und Marshall D. Teach auf Seiten der Whitebeard Piratenbande. Hier droppt Buggy auch einige interessante Infos. Er sagt nämlich, dass er nicht mitbekommen hat, dass Teach schläft. Angeblich soll Teach sein ganzes Leben lang noch nicht geschlafen haben. Diese Information wird sicherlich im weiteren Verlauf der Story noch einmal sehr wichtig. Nach diesem legendären Aufeinandertreffen schließt sich Oden der Roger Piratenbande an, um gemeinsam mit Roger und der Bande die 4 Road Poneglyphe zu finden. Sie reisen gemeinsam nach Water 7, fahren an Tequila Wolf vorbei, dann zur Fischmenscheninsel, dann nach Wano und abschließend nach Zou. Buggy wird jedoch kurz vor der Reise zur letzten Insel auf der Grand Line krank. Shanks entscheidet sich bei Buggy zu bleiben, er möchte seinen Kameraden nicht allein lassen. Was für ein absoluter Ehrenmann. Nach dem Fund des One Piece wird Roger zum Piratenkönig ernannt, er löst kurze Zeit später die Bande auf und nach einer weiteren Partynacht verlässt Roger die Bande und Oden wird nach Wano zurückgefahren. Ein Jahr nach der Auflösung der Roger Piratenbande wurde Roger dann exekutiert. Buggy, Shanks und viele weitere legendäre Piraten waren bei seiner Exekution mit dabei. Shanks und Buggy sind beide stark am Weinen, nachdem sie beobachten mussten, wie ihr ehemaliger Kapitän stirbt. Durch den Tod von Roger begann dann das große Piratenzeitalter. Buggy gründete vor dem Start der Handlung die Buggy Piratenbande. Kurz vor dem Start der Story besetzte er Orangetown und verscheuchte die Einwohner in die Nachbarstadt. Im Orangetown-Arc hat Buggy dann auch sein Debüt in der Story. Dort stellt er sich zuerst Zorro und gewinnt, weil dieser nicht auf seine Teufelsfrucht gefasst war. Dann anschließend kommt es zum Kampf mit Ruffy, wo wir mehr über seine Vergangenheit mit Shanks erfahren.
Ruffy kann nicht verstehen, dass jemand wie Buggy einmal mit Shanks befreundet war. Im Tag-Team-Kampf mit Nami kann Ruffy Buggys Trennfähigkeiten austricksen und den Clown von Orange Town katapultieren. Seine Körperteile wurden von Nami zusammengebunden. Buggy bekommt daraufhin die erste Cover-Story in One Piece spendiert. In dieser Cover-Story dreht es sich darum, wie Buggy zu seinen Körperteilen zurückkehrt. Dafür muss er aber einige Abenteuer auf sich nehmen. Unter anderem kämpft er gegen einen Vogel, er trifft auf Gaimon, verbündet sich mit einer Piratin, die sich später als Alvida herausstellt. Ihm gelingt es, seine Bande ausfindig zu machen und sie vor einigen Einheimischen zu beschützen. Buggy bekommt seine Körperteile zurück und ist wieder der Barbo der Buggy-Piratenbande. Das nächste Mal sehen wir ihn und seine Bande in Loguetown. Dort versucht er, Ruffy zu töten. Er möchte sich für all das rächen, was ihm Ruffy in Orange Town angetan hat. Der Plan gelingt ihm auch beinahe. Buggy wird jedoch dann von einem Blitz getroffen und Ruffy überlebt seine eigene Exekution. Nach Ruffys Flucht entscheidet sich Buggy, auf die Grand Line zurückzukehren. Auf der Grand Line bekommen wir Buggy zum ersten Mal im Jaya-Arc zu sehen. In einer dunklen Höhle ist er auf der Suche nach dem legendären Schatz von Captain John. Es stellt sich heraus, dass in der Höhle nicht der Schatz von Captain John zu finden war. Sehr sad. Dann kehrt Buggy mit seiner Bande auf sein Schiff zurück. Er erfährt außerdem von den neuen Kopfgeldern von Ruffy und Zorro. Er plant weiterhin, Ruffy zu töten. Doch Alvida macht ihm schnell klar, dass es keinen Sinn hat, weil Buggy nicht weiß, wo sich Ruffy befindet. Buggy bekommt Besuch von Ace und die beiden feiern eine gemeinsame Party. Doch vorher kommt heraus, dass Ace ein Mitglied der legendären Whitebeard-Piratenbande ist. Buggy scheint Whitebeard in seiner Vergangenheit getroffen zu haben. Im Flashback von Oden bekommen wir dann die Bestätigung für diese Aussage. Im Amazon Lily Arc wird kurz erwähnt, dass Buggy von der Marine gefangen genommen wurde und nun auf Level 1 des Impel Downs gefangen genommen. Er ist wohl aus Versehen in eine Marinebasis eingebrochen, weil er dachte, es wäre eine Höhle zu Captain Johns Schatz. Im Impel Down Arc spielt Buggy eine entscheidende Rolle, gemeinsam mit Ruffy und einigen weiteren Verbündeten. Ruffy bricht in dieses Hochsicherheitsgefängnis ein, Buggy will sich erst Ruffy nicht anschließen, doch er ändert seine Meinung sehr schnell, nachdem er erfährt, dass Ruffy ein Armband trägt, welches zu dem Schatz von Captain John führt. Ruffy und Buggy treffen auf Level 2 auf Galdino und auf Level 3 dann auf Bentham. Auf Level 4 kommt es dann zum Kampf zwischen Ruffy und Magellan. Diese Gelegenheit nutzen Buggy und Galdino zur Flucht. In den kommenden Stunden kehren sie auf Level 2 zurück. Als Ruffy die Gefangenen aus Level 6 befreit und seinen Ausbruch beginnt, fangen auch Buggy und Galdino an, die Gefangenen aus Level 6 zu befreien, um einen Aufstand anzuzetteln. Das Ganze gelingt ihnen auch. Kurze Zeit später kapert die Allianz ein Marineschiff und sie machen sich auf den Weg nach Marineford. Auf Marineford wird Buggy zur Legende, aber auch zum Meme in One Piece. Hier wird dann auch öffentlich gemacht, dass er einst ein Mitglied der Roger Piratenbande war. Er quatscht mit Whitebeard und verbündet sich mit ihm. Er hat einen kurzen Schlagabtausch mit Falkenauge. Ruffy benutzt ihn aber eigentlich mehr als Schild. Er wurde von Aokiji eingefroren und hat es überlebt. Außerdem hat er einen verletzten Jinbei und Ruffy auf das U-Boot von der Hart-Piratenbande transportiert. Und er quatscht am Ende des Krieges noch kurz mit Shanks. Dafür haben ihn seine Verbündeten enorm gefeiert. Nach diesen ganzen Taten wurde Buggy nach dem Krieg auf Marineford ein Angebot gemacht. Er soll ein Mitglied der sieben Samurai der Meere werden. Immerhin hat er sich auf Marineford einen Namen gemacht und er hatte viele Verbündete aus dem Impel Down auf seiner Seite. Buggy nahm während des Timeskips dieses Angebot an. Durch seinen neuen Status gründete er die Firma Buggy's Delivery. Diese Dispatch-Firma vermittelt Söldner und dadurch hat Buggy sein Business in der neuen Welt gestartet. Seinen nächsten Auftritt hat er dann im Zoo Arc. Dort sehen wir Buggy auf Karaibari Island. Er feiert mit seiner Bande den Untergang von Doflamingo. Das tut anscheinend seinem Business sehr gut. Er war jedoch sauer, dass Hayrudin und seine Crew Buggy's Delivery verlassen haben. Immerhin waren sie einige seiner Top-Leute. Wir sehen Buggy auch ganz kurz noch einmal in der Cover-Story rund um die Strohhutflotte. In dem Part von Hayrudin wird ein wütender Buggy gezeigt. Den letzten Auftritt in der Story hat Buggy im Wano Kuni Arc. Nach der Auflösung der sieben Samurai der Meere wird Buggy von dem Vizeadmiral Stainless und einer Flotte von Marineschiffen abgeholt. Buggy macht seine Bande zum Kämpfen bereit, indirekt will er aber fliehen. Nun kommen wir noch zu einigen neuen Manga-Spoilern. Wenn du nicht gespoilert werden möchtest, dann würde ich dir jetzt vorschlagen, abzuschalten. Du kannst gerne in einem oder anderthalb Jahren diesen Part schauen. Jetzt kommen wir ins Spoiler-Territorium. In Kapitel 1053 erfahren wir, dass Buggy nun einer der vier Kaiser in One Piece geworden ist. Aktuell ist noch unklar, wie es Buggy gelungen ist, einer der vier Kaiser zu werden. Er konnte den Angriff der Marine also aufhalten. Nach Blackbeard ist er nun schon der zweite Samurai der Meere, der zu einem Kaiser aufgestiegen ist. Das sind soweit alle bekannten Infos zu Buggy im Manga. Kommen wir nun abschließend noch zu einigen Buggy-Theorien.
Ich habe schon länger die Theorie, dass Buggy der Mr. Satan in One Piece ist. Ein humorvoller Charakter, dem viele Heldentaten und Errungenschaften zugeschrieben werden. Die meisten dieser Taten haben diese Charaktere aber nicht begangen. Beide sind in Wirklichkeit ängstliche Charaktere, die aber sehr charismatisch sind. Mr. Satan wird als Retter der Welt bezeichnet, der Cell besiegt hat, und Buggy wird als echter Kaiser gehandhabt. Immerhin war er ja ein Mitglied der Roger Piratenbande. Er kennt Shanks, hat viele loyale Verbündete aus dem Impel Down und er hat Einfluss in der neuen Welt. Somit sind die Kaiserkriterien für Buggy eigentlich erfüllt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Buggy im finalen Krieg seinen Mr. Satan-Moment in der Story bekommen wird. Er wird sein Charisma nutzen, um seine Verbündeten zu motivieren, Ruffy, dem König der Piraten, zu helfen. So ähnlich wie Mr. Satan im Kampf gegen Buu. Dort hat er ja die Einwohner der Erde dazu motiviert, Son Goku bei seiner Genki-Dama zu supporten. Buggy ist nämlich Mr. Satan sehr ähnlich geschrieben. Auf diesen Moment freue ich mich irgendwie dann schon mega. Ich glaube nämlich nicht, dass neben Shanks, Ruffy und ihren Banden jemand die Wahrheit über Buggys wahre Stärke herausfinden wird. Immerhin ist er ja sehr charismatisch und genau wie Ruffy besitzt Buggy die Gabe, sich überall Freunde zu machen. Und laut Falkenauge ist dies ja die gefährlichste Fähigkeit in ganz One Piece. Das war's dann mit meinem heutigen Video zu Buggy. Was ist dein Favorite Buggy-Moment in der Story? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an die Romans, das Patreons und YouTube-Mitglieder Dominik Braunseis, Marco Tekert, Nils Otto Fuselwind, Nils Biritzmann, Thomas Vierter, Marius Olehes, Mark Fes, Gorksen, Ricardo Baumann, Beckel, Konstantin Mauf, Jans Rollende Welt, Sebastian K, One X Dragon, Tomoyana Nase, Super Matthew Blocksberg, Kirin Ketsu, Shiguro, Toria Fundor, Teregnon, Swiss, Grim, Meyer, Meyer, Felix Musonet, Diego 727, Alexander Jensch, Postmeyer, Matthias, Mr. Goodlove, Carlo, Princip, Dom Dom 09, Kaiju B, May, Miss Sunshine, Dennis, Demon Alpaka, Sindu, Sipster, Heraklesen, Dart Marco, Malicious Nemesis, Jim Daniel, Chris Debil, Credibil, Ipo Ace und Philipp aussprechen. Vielen Dank für euren Support und vielen Dank auch an diese Patreons und YouTube-Mitglieder. Wenn dir meine Videos gefallen, dann schau dir doch direkt auf folgende Videos an und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.